Ein historischer Termin an einem historischen Ort. Ganz Flammersfeld ist auf den Beinen, um den obersten Repräsentanten der Republik zu begrüßen. Vor dem Haus, in dem Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Bürgermeister gewirkt hat. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer bereist Bundespräsident Steinmeier in diesen Tagen bedeutende Orte in Rheinland-Pfalz. Ja. Hallo, willkommen in Raiffeisen, ist klar, ne? Wir erinnern hier nicht nur an 200 Jahre Raiffeisen, sondern an die Genossenschaftsbewegung, die daraus entstanden ist. Nach dem Fototermin folgt die Besichtigung der ehemaligen Bürgermeisterei. Im Garten des Raiffeisenhauses pflanzt Steinmeier schließlich einen Baum. Der Besuch in Flammersfeld dürfte ihm eine Herzensangelegenheit sein. Nicht ohne Grund hat der Bundespräsident die Schirmherrschaft für das Raiffeisenjahr 2018 übernommen. Ich bin gefragt worden, ob ich bereit bin, die Schirmherrschaft zu übernehmen für 200 Jahre Raiffeisen und damit natürlich eine Bewegung, die von Raiffeisen ausgegangen ist. Das habe ich sehr gern getan, weil ich überzeugt davon bin, dass dieses eine Idee ist, die nicht etwa 200 Jahre alt und deshalb veraltet ist, sondern die heute so gebraucht wird wie vor 150 und 200 Jahren. Noch ein zweiter Raiffeisenbotschafter war am Mittag unter den Schaulustigen. Manuel Andrack, der von März bis Juni die Genossenschaftswelt bereist, um das Erbe von Raiffeisen zu entdecken. Ja, ich bin ja auch auf Raiffeisentour, ne? Und auch Manuel Andrack hat die Chance genutzt, die Werbetrommel für die Genossenschaftsidee zu rühren. Deutschland ist Genossenschaftsland. Die meisten Deutschen haben vielleicht mal von der VR-Bank gehört, haben von Genossenschaft gehört. Aber was es mit dieser Idee auf sich hat, wo die herkommt, das wissen doch die wenigsten. Und da möchte ich ein bisschen helfen, mit der Raiffeisentour kreuz und quer durchs Land da aufzuklären. Der Besuch des Bundespräsidenten, ein gelungener Werbetermin für Raiffeisen und die Genossenschaftsidee. Herr Böhnke, der Bundespräsident war gerade da. Großes Kino, oder? Großes Kino, großer Tag für Flammersfeld, großer Tag für unsere Raiffeisengesellschaft. Er hat jenes Haus besucht, in dem Raiffeisen gewirkt hat. Und wir haben Gelegenheit genommen, uns zu bedanken für die Schirmherrschaft, die er übernommen hat. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Zolk haben wir ein bisschen was zu Raiffeisen ihm näher bringen können. Und wir haben auch deutlich gemacht, dass es so eine Trias ist. Das soziale Genossenschaftswesen, aber die Infrastruktur und vor allen Dingen auch die Bildung. Diese drei Dinge sind Raiffeisen und das haben wir nochmal deutlich gemacht. Also, kurz und gut, vielleicht hat der Bundespräsident auch noch was dazugelernt. Wir sind froh, dass wir das gemacht haben heute und dass es so gelaufen ist. Super Besuch, toller Tag. Sie sind zufrieden mit dem Bundespräsidenten? Total zufrieden. Wir haben auch die äußeren Rahmenbedingungen entsprechend geschaffen. Sonne scheint. Wunderbar. Das beleuchtet das Thema nochmal in ganz besonderer Weise.